Vom Wahl. Heute sind wir wieder mal im Machfelderhof beim Neujahrsempfang. Lieber Andy, du hast eingeladen. Ich habe eingeladen, ja, weil ich glaube, die Leute sind jetzt nach einer kleinen Pause von Weihnachtsfeiern und Silvester, wollen es schon wieder die Viren schleudern und die Bussi-Bussi-Gesellschaft soll sich wieder treffen. Die Erste wollen ein bisschen was zum Tun haben. Nein, es ist ein schöner Anlass, glaube ich einmal, weil jetzt geht es noch bei vielen Kollegen, weil die Zeit ein bisschen ruhiger ist. Sonst haben eh 50% keine Zeit und das wäre schade. Das ist richtig. Und du hast auch gleich einen lieben Gast mit eingeladen, die Nidl. Guten Abend, grüße, guten Tag. Guten Abend, seit wann sind wir schönen Nachmittag, guten Morgen, Mahlzeit, alles da. Du trittst ja mit dem Andy ab und zu auch so auf. Silvesterpfad. Darf ich das nehmen? Das macht mich nervös, wenn man auf mich so zeigt. Silvesterpfad war dir ja gemeint. Unglaublich, also... wie jugendfrei ist die Sendung? Ich wurde komplett jugendfrei. Siehst du da Jugend? Ja, weil ich bin jungfräulich in den Silvesterpfad gegangen und danach mit zwei Männern war ich dann reif. Ja, also um es auszutauschen, die Tante Nidl hat vorher noch niemals auf dem Silvesterpfad gespielt. Wir abgebrühten Hausnamen. Und dann gab es ein Interview. Und dann sagt die doch glatt, ich freue mich so mit zwei reschen Burschen. Du hast einen Sprachfehler, du kannst KF sagen. Resch und Fesch. Er hat gemeint Feschen Burschen. Ja, ist Resch und Fesch. Wer war Resch und wer war Fesch? Na, beide sind Resch und Fesch. Ja, Resch ist doch was Gutes. Ja, das Semmel heißt doch Resch und Frisch, oder? Diese Firma, oder? Ja, ich. Na, keine Werbung. Na, beide. Also, Resch. Da geht das auch nicht, oder? Resche, frische, fesche Burschen. Und wer war jetzt da der zweite Bursche? Das war der Dennis Jail, genau. Der ist nicht da, ja, der lässt sich entschuldigen. Amerika. Der ist schon in Amerika und spielt in Nashville, ich glaube eh heute. Und da gesagt, er pfeift auf uns. Also ich verstehe es nicht. Es ist nicht ganz. Also Entschuldigung, wenn ich unterscheiden kann zwischen Machfelderhof oder Nashville, nehme ich den Machfelderhof. Aber bitte, er wollte heute nach Nashville. Es soll sein. Ja, nein, es ist einfach eine Prioritätengeschichte. Ja, aber ja. Wir werden uns das merken. Ja, und deshalb treten wir heute hier als dynamisches Duo auf. Ja. Das ist ideal, das dynamische Duo, das bewahrheitet sich. Na, danke, dass ich heute dass du mich eingeladen hast. Ja, ich danke dir so. Gerne. Weil ich habe nicht gewusst, was ich heute kochen soll. Ach, na bitte. Na, schau, also hat das Kosten-Nutzen-Rechnung auch noch ein Plus. No one thinks and no one walks tonight. Oh. Tonight. Der liebe Andy hat heute ja ganz toll gesungen, was ich so mitgekriegt habe, da hinten, wo wir gesessen sind. Aber nicht nur Rock'n'Roll, so wie früher, sondern auch ganz andere Repertoires. Wie bist du eigentlich gekommen zum Wienerlied? Ja. Wien war, ich bin Wiener und ich habe es immer aufgesogen. Also war befreundet mit dem Horst Mähler, bin da der 16-Jährige ein- und ausgegangen, mit dem Hodiner Kali. Und ich habe es noch nie gemacht und es gab dann einfach so wie viele Dinge in meinem Leben, es tat sich was auf und ich habe gesagt, ja, ich bin Wiener, ich möchte es machen. Und es ist eine großartige Musik, weil es ist jetzt nicht so, sie ist vielseitig, sie ist spannend und klar, als Wiener spürt man es auch und es ist mir eigentlich ein Anliegen, diese Musik weiterzutragen, denn Wien ist die einzige Stadt der Welt, die eine jahrhundertalte Musik hat. Es gibt zwar länderbezogene Geschichten und auch jetzt auf eine Stadt
also Vals, Musette, wie auch immer, da kann man jetzt Paris einpacken, aber die Wiener Musik, Wien ist die einzige Stadt der Welt, die 150, 200 Jahre das Wiener Lied, was sich immer weiterentwickelt hat, bis jetzt hin zu Wiener Blond, also auch zu den moderneren Interpreten, und das sollte man hochleben lassen. Absolut, gehe ich voll konform. Und das zweite Grand Genre ist die Operette. Die ja, du für dich entdeckt hast. Naja, nicht für mich entdeckt. Also es war natürlich schon eine Altersfrage, denn die Musical-Rollen werden immer rarer mit zunehmendem Alter. Ist so, muss man gestehen, dann landet man automatisch einmal in der Operette. Nur Schauspiel war in den letzten Jahren immer für mich wichtiger und immer mehr. Ich habe immer mit besseren Regisseuren, immer bessere Kollegen gehabt und habe auch gemerkt, ich bin selber jetzt nicht nur der Sänger, der da ein bisschen schauspielt, sondern auch wirklich Schauspieler geworden. Und das macht einen Riesenspaß, weil es ein permanentes Lernen ist und man sollte ja den Kopf permanent beschäftigen, damit man also das Hirn zum Arbeiten hat. Und es ist schon immer sehr viel zu lernen für jede Produktion. Absolut. Und lieber Nidl, du gehst jetzt auch ein bisschen einen anderen Weg in Zukunft, hast du mir erzählt. Du willst mehr eigene Produktionen machen. Das ist wohl wahr, aber lass uns doch zuerst noch ein bisschen über den Andy Trendy sprechen. Ich möchte nur sagen, ja, weil der macht halt alles leibend. Macht ihm einen Tanz, was sagt ihr? Gemütlich der Franz, und jetzt passen Sie auf, Frau Winzerin. Oh Bruder, Frau Mutter, der Wein ist ein Lure, der hat eine Kraft und eine Höhe. So kannst du's fliegen, gemütlich in Freiheit leben. So, damit haben wir den nächsten beim Künstlerempfang, den lieben Manfred Distel. Schönen guten Abend, ich freue mich hier zu sein, wobei ich eigentlich gar nicht, also nicht ich eingeladen war, sondern der liebe Alexander Rüdiger, der leider verhindert ist, und ich habe seine liebe Lebensgefährtin, die Romana, heute begleiten dürfen und darf diesen Abend hier unter anderem auch mit euch genießen. Bist du jetzt als Manfred da oder bist du doch eher als... Du wolltest mich fragen, ob ich als Heinz hier bin. Ja, heute bin ich schon als Manfred da. Also, ich nutze die Gelegenheit jetzt gleich und möchte mich bei dem Alexander Rüdiger auch einmal herzlich bedanken. Nicht nur, dass er mir jetzt heute da diese Einladung verschafft hat, sondern generell schon seit mehreren Jahren unterstützt er mich wirklich intensiv. Ich danke euch und ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Nicht? Ja. Und bleiben Sie gesund und aufrecht. Ja. Der Bergerac ist ein Stück, das jeder Regisseur mal machen möchte, denn es ist eine große, große Geschichte, ein großes Märchen, eine Geschichte über Liebe und Verzicht und Heldentum, Draufgängertum, lustig, tragisch, also eine Geschichte, wo man mit lachen und mit weinen kann. Und es ist mir sehr wichtig, solche Dinge auf die Bühne zu bringen. Und so klein ist unsere Bühne ja auch wieder nicht. Also wir haben doch für dieses Stück fast 110 Quadratmeter Bühne. Da passt schon was drauf, auch 19 Leute. Obwohl natürlich 19 Leute auch für das Budget eines Theaters eine große Belastung sind. Aber andererseits, wo spielen Sie das Stück außerhalb des Burgtheaters sonst noch wo? Und selbst da kann man nicht sicher sein, ob die Geschichte erzählt wird oder ob dann nicht irgendwie ein Rockerdrama daraus geworden ist, so wie beim letzten Versuch. Nein, es ist ein,
ein Stück, das fast jeder kennt oder schon mal davon gehört hat, aber was man noch gar nicht so oft zu sehen bekommt, wie man sollte. Ich glaube, wenn man das große Märchen erzählt, wollen die Leute auch in dieses Märchen entführt werden. Aber wir spielen jetzt nicht aus dem Kostümkundebuch 1640, sondern wir haben uns schon auch ein bisschen was dabei überlegt. Und glaube ich, unsere Kostümbilderin, die Sigrid Reger, hat da, glaube ich, auch eine sehr, sehr schöne, vereinfachte, historische Form gefunden. Ist Ihre Nase nicht sehr lang? Dieses Futteral gefällt mir sehr. Gibt es das auch als Reisenecessaire? Gutig! Für die lieben Vögelein soll da gewiss ein Ruheplätzchen sein? Nein! Wer ist dies Denkmal hier geweiht? Wann kann man es besichtigen? Jederzeit? Respektvoll! Wirklich, ja? Mir scheint's nicht übel. Ein schmuckes Haus mit vorgeschobenem Giebel. Neulich! Ja, schaut es euch nur an, es Buben! Auf welch mich wächst so ein Riesenhut! Ja! Im Kavalleriegefecht für eine solche Lanze mir grad weg! Sehr verehrter, wer der Mann vom Geist und ein Gelehrter. Gebt es auf, ich rate gut. Wer verhört, kein Richter, kann mir tot auf meiner Wut. Auf und zack! Ein jeder Tag reicht mit Wut. Die Wut, auf den Kopf, jetzt, meine Frau. Seid auf der Hut. Ja! Denn beim letzten Verse. Dritte Strophe. Guter Mann, wo bleibt denn? War zum Zwerglein der Titan. Weißt du endlich, wie das tut? Schwindet dir der freche Wahn, kräst jetzt nicht mehr wie ein Hahn. Ich tranchiere dich, das verspreche ich! Ja! Ja! Auch nicht weg, gleich ist's getan! Denn wir messen Verse! Schädlich! Die Widmung! Schickt rasch nach dem Kaplan! Er wird schon sehr zerbrechlich! Bitte! Ja! Ja! Hinauf. Was jetzt gleich? Wie das ja abläuft momentan. Die Punkt auf dem Wörtchen liegen. Hinauf jetzt, Brillian! Mag sein. Ah! Der traf ins Herz, der Stich. Verschreckt der reiche Mann, der arme Lazarus bin ich. Hallo? Wir proben derzeit bereits an meiner nächsten Inszenierung. Das ist eine deutschsprachige Erstaufführung. Ein sehr, sehr spannendes und politisch sehr wichtiges Stück von C.P. Taylor, das heißt Good, ein guter Mensch. Das kommt hier im März und im Februar kommt, was wir jetzt gerade in Mödling Premiere hatten, der Streit von Marivaux in einer auch sehr ungewöhnlichen Form. Dieses Rokoko-Schäferspielchen wurde zu einem Science-Fiction-Opus. Liebe und nicht mehr ein Stückchen Liebe kann jeder geben, da bleibt genug dran. Wir haben eben hier den Theaterwettbewerb gemacht und dann ja ein langes Stück machen dürfen und haben dann
beschlossen eigentlich auf das Thema, was die Aurelia auch so in die Gruppe gebracht hat, weil sie schon mal ein Bordell vorgefunden hat. Und dann haben wir gedacht, wir brauchen jetzt eher einen neuen Raum und wollen nicht nur ein Stück einfach in diesen normalen Theaterzeiträumen realisieren, sondern eben einen längeren Arbeitsprozess starten und haben dann wirklich das Tête-à-Tête leerstehend vorgefunden und haben uns da das uns angeeignet. Dieses kollektive Arbeiten nochmal auf einer intensiveren Ebene gemeinsam erforschen wollen, nicht nur wir zu viert, sondern auch mit anderen Leuten und diesen Prozess dann quasi auch nochmal öffnen. Das ist eine Person, die wir davor schon ausgesucht haben. Das entwickelt sich eben auch über ein ganzes Jahr und schon von verschiedensten Arbeiten. Und ich bin dann die, die das näht sozusagen. Es ist dann so mein Verantwortungsbereich, aber es entsteht durch voll viele gemeinsame Inspirationen. Dass sich Dinge auch während dem Vorstellungsverlauf weiterentwickeln können. In dem Sinne ist auch bei uns das Stück Ende auch immer fluide. Wir haben da verschiedene Events auch, so wie wir es auch im Tête-à-Tête gehandhabt haben, dass wir teilweise andere Leute auch eingeladen haben, um etwas irgendwie beizutragen. An den herumschwimmenden Säften zu nippen. Ja, ich weiß ja nicht, worum es heute Abend gehen soll, aber wollen wir vielleicht schon ein paar einzelne Punkte besprechen? Ja, ich glaube, nein, der kommt heute nicht mehr. Sollen wir mal wann anfangen? Ja. Frau Müller, ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir, die Eltern der 4B, haben kein Vertrauen mehr in ihre pädagogischen Fähigkeiten. Seit Anfang des Semesters sind alle Kinder in den schriftlichen Noten abgesackt und haben sich dramatisch verschlechtert. Das Klima ist schlecht in der Klasse, das Lernklima. Und es herrscht eine Unruhe in der Klasse, die Sie anscheinend nicht in den Griff bekommen. Höre ich mir nicht länger an. Die lernen wollen. Die lernen auch was. Aber alles kann die Schule nicht auffangen. Also fassen Sie sich bitte mal an Ihre eigene Nase, anstatt die Schule für Ihre Fehler verantwortlich zu machen. Los, ich pass auf. Kurz nach und danach sprechen wir über deine Bedenken, ja? Hörst du mir nicht zu? Ich will, dass mein Sohn von Lehrern unterrichtet wird, die ihn achten, die es schaffen, dass er gerne in die Schule geht. Ich will keine verhaltensgestörte Lehrerin, die ihn als öffentlichen Klassenkasperl bezeichnet. Das hat er zu Das Wichtigste ist mir ein guter Kontakt zu den Kindern, damit sie gern zur Schule gehen. Ich mache sicher nicht alles richtig und tue sicher manchen Kindern Unrecht, aber
Auch ich muss lernen. In jeder Klasse, mit jedem Kind neu. Ich versuche, meinen Unterricht den Kindern und ihren Eigenheiten anzupassen. Ich versuche, offen zu sein. Routine ist das Schlimmste für einen Lehrer. Ich will mir meine Leidenschaft für diesen Beruf bewahren. Und deshalb mache ich Fortbildungen nie zweimal das gleiche Programm. Ich bin ja immer auf der Suche nach Stücken und nach Themen, die mich einfach interessieren, die mir irgendwie so unter der Haut brennen. Und ich wollte gern was machen über Mobbing schon länger. Und das ist ja auch ein Teilaspekt, ein wichtiger Aspekt dieses Stücks. Es geht auch um andere Dinge, aber als ich dann dieses Stück gelesen habe, war mir klar, das möchte ich unbedingt machen. Wenn man so an sein Kind nicht rankommt, dann hat das doch auch eine ganz andere Seite. Also einerseits stolz, aber eigentlich wäre sie lieber, er wäre einfach durchschnittlich und sie hätte einen besseren Zugang. Geht ganz oft, die Eltern. Die Mutter vor allem. Und unsere passive Aggressivität, die ja doch irgendwie die ganze Zeit da ist, ja, das Ergebnis ist dann natürlich beim Kind. Ich kenne es nur vom Unterrichten, dass man sagt, die Lehrer ist schuld. Ja. Ja. Es ist immer 50-50, es ist immer eine Chemiesache, glaube ich. Also bei mir kommt jetzt im Februar, nach dem monatlichen Termin, am 4.4. um 4, kommt dann ab dem 21. Februar für 4 Tage Bela Fischer daher und wird einmal sich als Künstler nicht nur der musikalischen Seite präsentieren, sondern auch als bildnerischer Künstler und mit Gedichten und mit einer tollen Sängerin aus der Volksoper, Lauren Eckhardt, und ja, das wird eine ganz spezielle Reise in die Seele eines Künstlers eigentlich werden, unter dem Titel Klangfarben der Leidenschaft. Klingt gut, klingt spannend, ich bin auch schon sehr gespannt, bisschen was habe ich schon gehört, was er vorhat. Und dann am 5. März haben wir hier eine europäische Erstaufführung. Es geht um die verschollene Stradivari der Erika Morini, das war eine tolle Geigenvirtuosin früherer Jahre. Und da wird die Dani Siegel die Titelrolle spielen und Leopold Sellinger ihren Counterpart sozusagen. Und ich werde es inszenieren. Und da geht es ab 5. März dann los. So ein Mann. Okay. Von der Margot Werner. Und ich habe dann angefangen, dieses Lied wirklich zu lieben, zu leben. Und habe mir gedacht, jetzt tauche ich da ein bisschen in dieses Genre mehr ein. Ich hatte so oder so immer ein Faible für die Piaf auch. Und habe dann angefangen mit einem Chansonabend über die Piaf. Einfach zum Probieren. Und das hat eingeschlagen wie ein Blitz. Ich war selbst sehr überrascht und habe mich sehr gefreut. Und habe mir gedacht, okay, ich mag diese Welt sehr gerne. Ich finde sie spannend, auch der Unterschied von diesen Bossa Nova-Rhythmen, Tango und Musette-Walzern, die einfach diese Eleganz der alten Zeit in die heutige hineinbringt. Ich habe zum Beispiel auch die Annette Louisanne drinnen, ein paar Nummern von ihr, und das ist für mich der Inbegriff der modernen Chansonniere. Und da in diese Richtung würde ich gerne dann auch heute gehen. Ja. Du hast Mon Dieu, Mon Dieu. Laisse-les-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, il parle toujours avant moi et sa voix couvrait ma voix. Tatsächlich heute auch, gepaart mit dem Chansonabend, mein Coming Out,
meine Single zu präsentieren. Okay. Ein echter Diamant, der ist vom Wolfgang Hofer geschrieben worden, der übrigens auch So ein Mann geschrieben hat. Und gemeinsam mit dem Zierhofer Christian haben wir dann das aufgenommen. Das ist ein ganz toller Arrangeur und Musiker. Du schlagst dich an, du hast recht.